Es ist nicht die Bevölkerung. Es wohnen ja 330 Millionen Menschen in den USA, sondern es ist eine kleine Elite. Und diese Elite kontrolliert nicht nur den Militärapparat, sondern kontrolliert auch die Medien. Und dann wird halt der Bevölkerung immer gesagt, ja, wir führen Krieg, um zu helfen, so wie du es gesagt hast, Vlad. Es wird wirklich immer ein neues Wort erfunden wie humanitärer Krieg. Aber humanitärer Krieg, weißt du was? Das ist ein Unsinn. Das gibt es nicht. Das ist wie liebevolle Vergewaltigung. Das gibt es auch nicht. Das heißt, es werden einfach Dinge erfunden, um die Leute zu täuschen. Der Frank Schirmacher, das war ja der Chefredakteur von der FAZ, Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der hat ja später seine Meinung geändert, wohl auch durch diese Dinge, die er erfahren hat. Und der hat gesagt, ich habe den falschen Feind bekämpft. Ja. Das heißt, die Presse informiert gar nicht objektiv. Sie betreibt den Kampf um Information. Das muss man wissen, wenn man mit Medien zu tun hat, dass sie diesen Kampf um Information als ihren Auftrag sehen. Nicht über alles informieren, was irgendwie relevant wäre. Das wären die Piloten natürlich sehr gewesen. Oder auch mein Fall, da kommen wir dann noch dazu. Die Presse hat nichts berichtet, dass ein Stabsoffizier verweigert. Mhm. Ich war ja Major dann im Irakkrieg. Und da wird nicht berichtet. Der Udo Ludwig vom Spiegel war da, hat gesagt, tolle Story, hat sich alle Dokumente von meinem Anwalt geben lassen. Und dann kam null. Das interessiert mich, weil wir haben ja die Möglichkeit ohne Zensur. Also Spiegel kann ja nicht entscheiden, was ich auf meinem YouTube-Kanal bringe. Deswegen freue ich mich ja so, dass ich mal hier endlich einen habe, der das auch richtig fragt. Weil wenn ich nicht gefragt werde, kann ich das doch nicht antworten. Und es wird ja dann auch ein paar Leute interessieren, die das dann sehen. Jetzt, das Interessante ist, als diese Fotos gemacht wurden, war Kennedy im Amt und Kennedy wusste sofort, das ist eine Krise. Und dann hat er seine Spitzenberater ins Weiße Haus beordert, aber er wollte nicht, dass das auffällt. Ja? Also wenn jetzt da 10 schwarze Limousinen vom Weißen Haus vorfahren, wäre die Presse sofort, hört, da geht irgendwas. Also haben sie die ganzen Typen in ein Auto reingedrückt. Okay? Verteidigungsminister, CIA-Direktor, Außenminister, alle in ein Auto. Und dann sind die ins Weiße Haus gefahren und dort hat Kennedy mit ihnen im Geheimen besprochen, was machen wir jetzt? Ja? Und er hat das gleichzeitig aufgezeichnet, sodass wir heute als Historiker die Originalaufnahmen haben. Hier Kennedy, der natürlich extrem gefordert war mit dieser Raketenkrise. Und einmal im Gespräch sagt er, warum setzt er, Khrushchev, diese Raketen jedoch dorthin? Das ist gerade so, als wenn wir plötzlich beginnen würden, eine größere Zahl von Mittelstreckenraketen in der Türkei zu stationieren. Ich denke mal, das wäre verdammt gefährlich. Das ist also das Originalzitat von Kennedy, der das alles selber aufzeichnet, weil er nicht ganz sicher ist, ob die Welt diese Krise überhaupt überlebt. Ja? Er zeichnet es im Weißen Haus auf. Und dann sagt sein Sicherheitsberater George Bundy, na ja, aber genau das haben wir getan, Herr Präsident. Schon interessant, ja? Und Sie müssen sich vorstellen, ich bin 25, sitze in der Universität Basel und lese das und denke, meine Güte, der Präsident wusste gar nicht, dass die Amerikaner in der Türkei, hier, Atomraketen stationiert haben, genauso wie die Sowjets danach, aber danach auf Kuba Raketen stationiert haben. Und das heißt einfach, dass auch Präsidenten den Überblick verlieren können. Haben Sie übrigens dieses Interview von Trump gesehen? Jetzt kürzlich auf Fox News ist er mit einer Journalistin im Gespräch und er sagt, I sent 59 Tomahawk Missiles to Iraq. Und also ich habe 59 Raketen auf Irak abgefeuert. Dann sagt die Journalistin, Syrien? Und er, ja, Syrien. Dafür wollten die Russen aber, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten erweitert.
Und dieses Versprechen wurde eben gebrochen. Und wenn man die russische Literatur durchschaut, ich spreche kein Russisch, aber ich habe natürlich immer wieder auch Quellen von russischen Analytikern, und die sagen eigentlich, was von 1990 bis jetzt, 2018 passiert ist. Es ist einfach 30 Jahre Wortbruch. Ja, also ihr habt Estland, Lettland, Litauen ist in der NATO, Polen ist in der NATO, Rumänien ist in der NATO, Tschechei, Slowakei, und ihr stellt dort eure Raketen auf. Und ja, ich beobachte das von der Schweiz aus. Wir sind nicht in der NATO, aber es ist offensichtlich ein Wortbruch. Also diese Expansion der NATO ist ein Wortbruch, und darum, denke ich, unterstützt Russland zum Beispiel in Weißrussland einfach eine Diktatur. Ja, man will dort keine Demokratie, sondern man will einfach sicher sein, dass Russland diesen Puffer hat, Weißrussland. Und in dem Sinne ist leider sehr, sehr viel Vertrauen verspielt worden. Es gibt sogar amerikanische Geostrategen wie Georg Friedman, die sagen, die Russen und die Deutschen sollte man wieder in einen Krieg führen. Bin ich sehr, sehr zynisch, sehr verwerflich. Die Idee ist dann halt, dass wenn sich die Russen und die Deutschen gegenseitig umbringen, dann ist das ein Vorteil für die USA geostrategisch, weil das ist, er hat gesagt, wie beim Iran und beim Irak. Da haben wir beide Seiten beliefert und mit Waffen unterstützt, und ja, das hat sie geschwächt. Und das ist natürlich Geostrategie. Ja, das wäre Geostrategie auf dem eurasischen Schachbrett, und das wird natürlich gemacht. Und ich denke, es ist wichtig, dass die Bevölkerung das versteht. Darum halte ich Vorträge. Ich versuche, die Menschen darüber aufzuklären und auch zu bestärken, dass sie eigentlich Freundschaft pflegen. Und zwar Freundschaft mit Russland, aber auch Freundschaft mit den USA. Zudem auch Freundschaft mit Afghanistan. Also ich bin eben ein Gegner, dass man die Bundeswehr nach Afghanistan geschickt hat, weil die Terroranschläge vom 11. September gar nicht geklärt sind. Also all diese Dinge, ja, sind sicher heiße Eisen, aber ich denke, es ist wichtig, dass man sie anspricht. Es gab ein Mandat des Sicherheitsrates, aber das Mandat war für eine sogenannte No-Fly-Zone, das heißt eine Flugverbotszone. Das heißt, jeder Staat hat das Recht, auf dem Boden und in der Luft und im Wasser seine Truppen zu haben. Jetzt hat man Gaddafi das Recht abgesprochen, seine Flugzeuge in der Luft zu haben, und die UNO hat gesagt, den Luftraum übernehmen wir, der Gaddafi muss jetzt die Flieger unten lassen. Das war vom UNO-Sicherheitsrat legal abgesegnet. Libyen ist nicht im Sicherheitsrat, okay, die konnten kein Veto einlegen. Aber die Russen, die Chinesen, die Amerikaner, die Briten und die Franzosen waren sich einig. Diese Resolution wurde dann von den Franzosen, von den Briten und von den Amerikanern für einen Regime-Change genutzt. Und das ist natürlich wiederum gelogen. Das stand nicht in der Resolution. Das heißt, wie wenn jemand zu Ihnen kommt und Sie sagen ihm, ist okay, du kannst auf meiner Couch übernachten, wenn jetzt für dich der Weg zu weit ist, um nach Hause zu gehen. Am nächsten Morgen kommen sie runter und er hat die Couch mitgenommen. Das war nicht der Plan. Die NATO macht dann einen Angriff. Es war niemals erlaubt, dass die NATO Libyen bombardiert. Für das gab es keine Resolution. Man hat die Rebellen bewaffnet und Gaddafi getötet. Das ist illegal. Der Libyen-Krieg ist illegal. Und sehen Sie her, die Russen und die Chinesen, die sind nicht bescheuert. Die sehen das. Die sehen das sehr genau. Und darum gibt es auf keinen Fall eine No-Fly-Zone in Syrien. Das können Sie völlig vergessen, das wird es nie mehr geben. Das gab es in Libyen, da hatten die Amerikaner und die Franzosen und die Engländer die Chinesen und die Russen über den Tisch gezogen. Aber die haben gelernt. Das heißt, diese Prozesse haben Sie in allen Details im Buch dargestellt. Sie werden auch sehen, dass der englische und amerikanische Geheimdienst in Libyen aktiv Rebellen trainiert haben, was auch nicht erlaubt ist. Man darf nicht in ein anderes Land gehen und dort Rebellen trainieren, die dann die Regierung angreifen. Das darf man nicht. Aber so wird es eben gemacht. Wie bei der Kuba-Krise, können Sie sich erinnern, Schweinebucht-Invasion, man nimmt Exilkubaner, man trainiert sie, also sie haben Banden, sie bewaffnen sie, sie lassen sie in einen Staat einmarschieren, und wenn die auffliegen, sagen sie, ja, ich habe nichts damit zu tun. Ist eine billige Nummer. Sondern die USA vermeiden immer darüber zu sprechen, dass sie Imperium sind, aber wenn man die Geschichte anschaut, von 1945 jetzt bis 2022, dann sieht man ganz klar, kein anderes Land hat so viele Länder bombardiert wie die USA.
Kein anderes Land hat so viele Regierungen gestürzt wie die USA. Also die USA haben die Regierung im Iran gestürzt 1953, die USA haben die Regierung in Guatemala gestürzt 1954 und ganz wichtig, die USA unter Barack Obama und Vizepräsident Joe Biden haben in der Ukraine die Regierung gestürzt im Jahre 2014. Das war dieser sogenannte Fuck the EU-Putsch. Also warum Fuck the EU? Weil Victoria Nuland im Außenministerium der USA beim abgehörten Telefonat da über die EU gesagt hat, ja, wollen wir die auch in die Operation einbinden? Und sie hat mit Jeffrey Pyatt gesprochen, das ist der amerikanische Botschafter in Kiew oder war der Botschafter in Kiew. Dann hat sie gesagt, nee, den wollen wir nicht einbinden, fuck the EU. Also das meinte sie nicht böse, sie wollte einfach sagen, ja, die Europäische Union, die beziehen wir in diesen Putsch nicht ein. Aber Blatt, da bin ich einer der wenigen Historiker, der den Finger drauf hält, auch in meinem Buch Imperium USA und sagt, das war ein amerikanischer Putsch. Das liest man nicht in der FAZ und das hört man auch nicht auf ZDF. Aber meiner Meinung nach ganz klar, 2014, das war ein Putsch der USA. Sie haben ihre Leute installiert in Kiew und wollten das nicht, um der Ukraine zu helfen, sondern um die Ukraine in die NATO zu ziehen. Und Putin hat das natürlich gesehen, übrigens auch Xi Jinping, der Präsident von China. Und jetzt haben die beiden gesagt, das ist sehr interessant, dass Peking und Moskau zusammen gegenüber Washington sagt, die Ukraine kommt nicht in die NATO. Das heißt, zusammengefasst, es geht nicht um die Ukraine, hier geht es um Geopolitik. Aus Sicht der Russen ist das jetzt die rote Linie. Und ich hoffe einfach, dass die Amerikaner diese rote Linie respektieren, weil es gibt ja auch keinen Grund, wirklich die Ukraine in die NATO zu ziehen. Also wir haben andere Probleme auf der Welt. Es ist nicht absolut notwendig, die Ukraine in die NATO zu ziehen. Es ist einfach eine geostrategische Überlegung der Amerikaner. Also wenn man sich in den Kopf der Amerikaner reinsetzt, dann kann man es verstehen, aber es ist nicht notwendig. Was ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass bei jedem Krieg immer auch ein Informationskrieg parallel läuft. Und der Informationskrieg läuft darauf hinaus, dass man eigentlich die eigene Bevölkerung hinter sich scharren möchte. Also wenn man jetzt die Medien in Russland verfolgt, dann wird halt in Russland gesagt, ja, wir gehen in die Ukraine hinein, weil dort sind alles Faschisten, was natürlich nicht wahr ist. Aber das ist die Erzählung, die in Russland erzählt wird. Und man muss ja gegen diese Faschisten kämpfen, weil, und das ist die Erinnerung der Sowjetunion, die Zeit eigentlich, wo man gegen Hitler gekämpft hat, als eben die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Tote zu beklagen hat. Also ist der Kampf gegen Faschismus ist immer richtig. Und die Erzählung auf der anderen Seite, also in den NATO-Ländern, die Schweiz ist zwar nicht Mitglied der NATO, aber Deutschland ist Mitglied der NATO und wir sind hier in einem Sprachraum, wo wirklich die NATO-Erzählung dominiert. Und in der NATO-Perspektive wird überhaupt nicht über die Faschisten gesprochen, sondern bei uns wird eigentlich über die Zivilisten gesprochen. Und man sagt, ja, die Russen, die bringen einfach alle Zivilisten um, die sie finden. Und sie sind grausam und sie sind mörderisch. Und das stimmt so auch nicht, sondern jede Seite versucht eigentlich, die andere Seite als böse darzustellen. Das ist aber in jedem Krieg so. Also das ist immer so. Putin hat ganz klar gesagt, die Ukraine darf nicht in die NATO und er hat einen Brief geschrieben im Dezember 2021, also jetzt vor zwei Monaten, und hat den an Biden geschrieben und gesagt, schau her, wir müssen jetzt die Lage deeskalieren. Wir können hier nicht einfach auf Risiko gehen und sagen, ja gut, vielleicht kommt es zum Krieg, weil die USA sind die Atommacht und Russland sind die Atommacht. Und ich bin hier in der Schweiz, du bist in Deutschland, wir haben alle kein Interesse an einem Atomkrieg, dass sozusagen die Ukraine, so über der Ukraine ein Atompilz aufsteigt. Ja, das kann ja niemand wollen. Und um das zu verhindern, ist das Deeskalieren sehr wichtig. Und was bedeutet Deeskalieren? Russland verlangt, dass dieses Versprechen, das die NATO gegeben hat 1990, dass das eingehalten wird. Putin hat sogar gesagt, er weiß, dass das Versprechen viele Male gebrochen wurde. Und da hat er recht. Es wurde immer wieder gebrochen, weil man immer wieder ein neues Land in die NATO aufgenommen hat. Manchmal wird man sagen, ja gut, das ist aber der Entscheid von Polen oder das ist der Wunsch von Litauen oder Rumänien wollte halt auch in die NATO oder Kroatien wollte. Sind doch freie Länder, das zu entscheiden. Aber nein, die NATO wird von den USA angeführt. Und die USA hätten eben nicht sozusagen jedes Land aufnehmen dürfen, weil sie haben ja gegenüber Russland versprochen, dass sie das nicht tun werden. Gut, jetzt haben sie es eben trotzdem gemacht. Das zeigt, diese Versprechen der Amerikaner sind nichts wert.
dass es uns in diesem Jahrhundert gelingt, einen Bewusstseinssprung zu machen. Und das, was verstehe ich unter einem Bewusstseinssprung? Das bedeutet eigentlich, dass man dann irgendwann sagt, wir sollten lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Und das ist wirklich eigentlich die zentrale Einsicht. Wenn wir das schaffen, sind wir an einer neuen Schwelle. Weil wir haben tatsächlich jetzt immer wieder Gewalt eingesetzt. Und es ist richtig, Russland hat ein Problem mit Gewalt. Das zeigt die Invasion in die Ukraine. Die Ukraine hat aber auch ein Problem mit Gewalt. Das zeigt der Bürgerkrieg zwischen Kiew und dem Donbass. Die USA haben auch ein Problem mit Gewalt. Sie haben den Irak und Serbien bombardiert und viele andere Länder. Die Franzosen haben auch ein Problem mit Gewalt. Sie haben Libyen bombardiert. Die Norweger haben auch ein Problem mit Gewalt. Sie haben Libyen auch mit bombardiert und Deutschland hat Serbien bombardiert. Das heißt, wir haben alle noch ein ziemlich großes Problem mit Gewalt. Und wir sollten darum nicht sagen, nur die Russen haben ein Problem mit Gewalt. Das stimmt einfach nicht. Sondern wir sollten wirklich bei uns auch hinschauen und sagen, wäre es denn nicht möglich, Konflikte ohne Gewalt zu lösen? Weil wir sehen ja in der Familie, wenn Gewalt eingesetzt wird, es ist nie gut. Es ist nie gut. In der Schule, es ist nie gut. Am Arbeitsplatz, es ist nie gut. Und das gilt eben auch in der internationalen Politik. Und so kann man einfach vielleicht als eine Hoffnung das aussprechen. Die Schweiz ist ja auch ein kleines Land, ja, wie die Ukraine. Ich bin hier in der Schweiz und die Schweiz ist sehr darauf angewiesen, dass eben das Recht, dass das Völkerrecht eingehalten wird und dass sich nicht einfach die mächtigsten Staaten durchsetzen.